Jetzt ist er aufgewacht. Ja, also es gibt ja eigentlich nichts, was es nicht gibt. Wie gesagt, die Figuren in allen Lebenslagen, in allen Situationen, dann wer durstig ist und im Raum Reutlingen, da ist der Hauptsitz, sage ich mal, dazu, ne? Gibt es auch eine Sprudelfirma, die Äffle und Pferdle hinten drauf hat mit den Sprüchen. Ja, 2008 kamen die auf uns zu und hatten die Idee, Mensch, regional, kommt gut an. Wen gibt es da so regional? Und kam dann auf Äffle Pferdle. Jetzt waren zu dem Zeitpunkt, waren Äffle Pferdle ja schon ein paar Jahre aus dem Fernsehen draußen. Da haben sie erstmal eine Marktforschung, so eine Erhebung gemacht. Und da kam raus, dass in Württemberg die noch einen Bekanntheitsgrad hatten von 98%. Und selbst in Baden war der, glaube ich, bei 86%. Also ein sehr hoher Wert. Dann sind die eingestiegen und dieser Sprudel hat sich quasi so zum Äffle Pferdle Sprudel etabliert. Mhm. Ja, gut, ich sag, da gibt es auch, wie gesagt, immer wieder so kurze Sprüche hinten drauf und glaub, die Kunden können sogar Sprüche einreichen. Die werden von euch dann ausgesucht und ja, entsprechend vielleicht nochmal ein bisschen gefeilt und kommen dann hinten drauf. Ja, also es ist so eine Online-Aktion von Silberbrunn, da kann man das ganze Jahr über die Sprüche hinschicken und zweimal im Jahr gibt es dann immer so quasi, kommen die dann auf die Flaschen drauf. Also das sind dann Auflagen in Millionenhöhe und die Gewinner laden wir dann auch immer zu Silberbrunn ein. Ich muss auch noch dazu sagen, ich komme ja ursprünglich aus dem Bereich Marketing, habe ich auch studiert und war lange Zeit Marketingleiter. Ich war für Mickey Mouse, Asterix, Simpsons, alles Mögliche war ich schon zuständig und habe das von der Marketingseite betreut, also Marken aufgebaut. Und das Gleiche machen wir eigentlich jetzt auch mit Äffle und Pferdle. Mhm. Tolle Geschichte. Also Äffle und Pferdle wird so schnell nicht sterben, erst recht nicht, denn seit Mai 2017 haben sie es wieder geschafft ins Fernsehen, SWR-Fernsehen, drittes Programm, Landesschau. Da sind sie einmal in der Woche jetzt, glaube ich, immer wieder zu sehen. Ja, jeden Freitag am Ende der Landesschau, aber bereits am Donnerstag werden die angekündigt. Also da läuft auch schon mal ein Spot, da wird dann immer erzählt. Also man sieht immer alte Spots in eine kleine Geschichte eingebunden. Zum Beispiel sind sie jetzt mal bei Gerlinde Kretschmann oder bei einer Sprechtrainerin. Oder einmal waren sie auch auf der Couch von einem Psychiater, dann hat er analysiert, was das für Typen sind. Und das wird dann auch immer angekündigt und das geht dann immer 3 Minuten jede Woche. Ja. Man sieht also, doch Beliebtes kommt immer wieder und bleibt natürlich auch, ganz klar. Und Pferdle und Äffle kann man auch draußen erleben. Ihr seid auf Tour noch mit den beiden Figuren unterwegs, gell? Ja, also wir haben die Walking Acts. Das sind diese riesigen Figuren. Also das Äffle ist ungefähr 1,90 Meter, das Pferdle ist ungefähr 2,30 Meter, 2,40 Meter. Die überragen alles. Die sind unterwegs, die fallen natürlich auf, wenn die über die Königstraße laufen oder in der Wilhelma oder bei irgendwelchen Veranstaltungen, gibt es Familientage oder Familienfeste. Und wir als Stimmen, wir halten Filmvorträge, wir machen Buchlesungen, Signierstunden. Also in jedem Monat haben wir da mehrere Veranstaltungen. Und das Ganze dann für jung und alt, wie du mir vorhin auch so erzählt hast, also es ist der kleine Enkel dabei, bis hin zur Oma, Opa, bis zu den Großeltern. Ja, das geht wirklich über alle Generationen. Natürlich die Leute, die es schon aus den 60ern kennen, aber durch diese Sprudelgeschichte, Sprudel bringen natürlich auch die Kinder, die Kleinen, die sagen dann schon, Mama, gell, bringst du mir den Äffle-Pferdle-Sprudel mit? Also dadurch haben wir auch die junge Zielgruppe. Also wir haben eigentlich 3 oder 4 Generationen, Männlein, Weiblein, alles. Das ist der Bananenblues. Die Tasse zum Song. Einmal fröhlich, einmal traurig. Man haben muss, denn ohne ist man ganz und gar aufgeschissen, das ist affenklar. Das ist der Bananenblues. Ja, wie seid ihr eigentlich zu den Stimmen gekommen, beziehungsweise dass ihr jetzt, du und entsprechend der Bruder vom Armin, die Pferdle und Äffle sprechen darf? Ja, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Da gab's, wie es im richtigen großen Leben oder auch in Hollywood ist, es gab ein Casting. Also wie bei Deutschland sucht das Topmodel, suchten wir also Äffle und Pferdle-Sprecher.
Und der Volker, der ja Äffle Pferdle von Anfang an mitentwickelt hat, und ich als Autor, wir saßen in der Jury und sollten mitentscheiden, wer die besten Stimmen sind. Ja, es waren bekannte, berühmte Sänger, Moderatoren, ne, Moderatoren nicht, aber Kabarettisten waren dabei und die haben sich versucht. Und Armin Lang Junior hat dann irgendwann gemerkt, nee, da ist es richtig nicht so, das Richtige ist nicht so dabei. Ich meine, es sind immer drei Aspekte. Es ist einmal der Dialekt, es ist die Stimme und ist der Charakter, der rüberkommen muss. Und da der Armin schon ein bisschen wusste, dass der Volker und ich als so Urgesteine von Äffle Pferdle die beiden auch können, hat er uns dann eigentlich dann fast schon zwingen müssen, auch an das Mikro zu gehen. Und dann hat jeder von uns, der Volker und ich, wir haben Äffle und Pferdle gesungen, wurden aus der Jury entfernt. Es gab eine neue Jury und die haben sich alle angehört und gesagt, ja, das beste Äffle war die Nummer 3, das beste Pferdle war die Nummer 6 und das waren dann wir. Und es lag vielleicht daran natürlich, weil der Volker eine ähnliche Stimme hat wie sein Bruder. Und ich als Autor, wenn ich mir die Geschichten ausdenke, dann habe ich die Stimmen sowieso im Kopf. Und wenn ich die präsentiere um SWR, irgendwelche neue Geschichten, dann spreche ich die beiden Figuren sowieso schon in ihrer Stimme im Dialog. So wurde das. Auch die sozialen Netzwerke machen natürlich vor Pferdle und Äffle nicht Halt. Es gibt viele, viele Filmchen auf YouTube mittlerweile zu finden auch. Das wird wahrscheinlich von den Fans reingesetzt, nehme ich mal an. Und ansonsten habt ihr, glaube ich, ja die eigene Facebook-Seite sowieso. Homepage, gibt es auch was? Ja, unter Äffle und Pferdle, ja. Wenn man Äffle Pferdle googelt, kommt man auf die Homepage, kommt man auf die Facebook-Seite. Und YouTube, ich meine, es gibt ja insgesamt, gab es ja mal 1900 Filme, da sind ganz viele, sind im Netz zu finden. Und der Hafer und Bananenblues natürlich von allem am beliebtesten, hat ungefähr 4 Millionen Klicks mittlerweile. Jetzt muss ich aber auch mal an meine Zuschauer kurz auch einen kleinen Aufruf richten. Wer von euch wirklich Pferdle und Äffle Fan ist und die ganzen Filme kennt, schreibt doch mal eure kleine Hitparade oder eure Favoriten unten in die Kommentare. Wäre doch mal schön, was eure Favoriten sind, an welche Sketche, an welche Clips ihr euch erinnert. Mir ganz besonders, und ich finde, das ist schon ein Klassiker, ist das Grammophon. Einer zum Beispiel. Ja, das ist einer der ersten, wo die beiden sprechen. Der stammt aus Mitte der 70er Jahre. War immer wieder ganz selten, den haben sie immer, weil der natürlich auch wieder Überlänge hatte, was sonst war. Dann gab es den meistens so Samstag, so kurz vor der Landesschau, Abendschau, glaube ich noch. Da waren auch immer angesetzt irgendwo. Ne? Ja, das war immer so die Sommersauer-Gurkenzeit, sagt man ja, wo dann auch weniger Werbung im Fernsehen geschaltet wurde. Und da hat man dann längere gemacht. Teilweise waren das welche, die waren gesplittet und liefen Werbespot, Äffle Pferdle, Werbespot, dann ging es weiter über 2-3 Mal. Oder es gab die längeren Geschichten und so ist auch der Hafer und Bananenblues entstanden. Der ja, die normalen Spots gehen ja vielleicht so 10 Sekunden, die kleinen kurzen Dinger. Und der Hafer und Bananenblues geht 2 Minuten circa. Jetzt muss ich den Heiko doch nochmal fragen, was denn eigentlich sein Klassiker ist. Hast du auch natürlich den einen oder anderen, nehme ich an. Ja, also ich esse ja auch immer ganz gern und da gibt es einen Lieblingsspot. Das muss ich da mit beiden Figuren vielleicht. Okay. Da sitzen die, muss man sich vorstellen, die beiden sitzen zumindest Äffle mehr zu mir, sitzen nebenan auf der Bank und das Äffle fragt, was ist groß? Also Antwort des Pferdle, ein Elefant. Und was ist größer? Sturgert. Und was ist überhaupt das Allergrößte? Linse mit Spätzle und Seidewurst. Sehr schön, ja, genau, auch das ein Klassiker. Lieblingsspot. Und heute ist ja so schön heiß, da müsste eigentlich fast noch ein Eis drin sein. Sollen wir noch einmal in eine Eisdiele gehen? Kennst du was hier um die Ecke? Ich kenne was und ich kenne sogar was ganz Besonderes. Ja, hier gibt es jetzt seit ein paar Wochen ganz neu eben unser Äffle und Pferdle Eis. Und man kann es, nein, ich verrate nicht, was das, da drin ist. Das sagen wir uns mal überraschen. Genau. Äffle und Pferdle Fans können sich das fast denken, was da in so ein Eis rein muss. So. Banane, Hafer? Ja. Und mal die Grundbestandteile, oder? Ist richtig. Und ein bisschen mehr. Und ein bisschen mehr. Lassen wir uns überraschen. So, da sind wir jetzt. Äffle und Pferdle Bananenblues Eis. Bei der Hitze genau das Richtige.
Kannst du uns zwei machen? Okay, sehr gerne. Tschüss. Denk mal, ist das hier, oder? Ja. Hier noch zwei Kugeln. Mhm. Jetzt, was gehört da ins Eis rein? Was findet man drin? Was? Also im Eis haben wir Banane, wie schon der Name schon sagt, Bananenblues, Schokolade, Cookies und Müsli Crunch. Das klingt auch noch gesund, oder? Eis immer. Und Äpfel und Pferde leben auch gesund, ist doch klar, oder? Nur Gesundes kommt in Äpfel und Pferde Eis. Dann bringen wir es ja, und wie lange gibt es jetzt das, die Eissorte hier schon? Oh, ein, zwei Wochen ungefähr. Eine gute Woche mittlerweile. Also seit Saisonbeginn sozusagen im Juni. Seitdem wir ja so gute 30 Grad mittlerweile haben. Ja. Sehr schön. Und das ist die einzige Eisdiele hier in Stuttgart, die das bislang hat? Ja. Okay. Wer weiß, aber wir sind hier die Ersten. Wir sind die Ersten. Und wo findet man die? Stuttgart West, Ecke Schwabstraße, Sennefelder Straße, Florian Palmer. So, dann bin ich mal gespannt aufs gute Eis. So, da kommt's auch schon. Jawohl, sehr schön. Dankeschön. Danke. Ja. Aha, das ist es. Hafer und Bananen. Noch ganz neu, Plus. Aber doch schon ziemlich berühmt. Genau, und jetzt fällt die Musik ein noch dazu, ne? Ja. Aber jetzt lassen wir uns Eis schmecken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Ausgabe. Euer Frank Stitter und Heiko Volz. Das ist, was man haben muss. Er macht das Traben, Traben schwer. Ohne ist man nur ein halbes Pferd. Das ist der Haferblut. Ich muss hier nochmal kurz das Mikro nehmen. Ich kann es nur empfehlen, es ist lecker. Unbedingt herkommen. Adresse blenden wir nochmal ein, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Nee. Bis dahin. Adele.